Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von GTA Online und zwar natürlich, wie ihr schon lesen könnt, wieder mit Snoo. Hallöchen. Und mit der nächsten Lamar-Mission. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil diese Missionen sind immer ganz toll geregelt. Da kann ich nicht einfach die Mission starten und dann einladen. Das ist immer eine gute Glückssache, dass man da nicht mit fremden Leuten in der Lobby landet. Finde ich eine sehr super Idee. Aber macht auch nichts. Wir kaufen erstmal Munition für alle. Und dann, ja, ich wäre dann soweit. Okay. Snoo ist der Host. Das ist eine angehende Sache. Befreit Geralt aus dem Polizeigewahrsam, bevor er ausgeflogen wird. Nun hätte Snoo die Kleidung natürlich noch umstellen können. Das wäre gut gewesen. Aufgespeicherte Kleidung. Was? Wenn wir uns schon extra umziehen. Oh, halt! Ja, das ist jetzt ein bisschen spät. Gut. Da zieht man sich extra um. Ja, aber es sind voll hübsche Sachen dabei. Das ist so richtig. Ich lass Spieler. Spieler, bereit zum Spielen. Oh. Super, und Kuruma war auch so eine... Ne, der steht hier. Kann ich jetzt mit ihm fahren? Muss ich ja eigentlich, ne? Hey, you there? The homie's almost at the airport. His rides if you need him or you can take your own whip. This shit got out of hand, homies. I don't know how low-key car sale turned into an interstate rendition, but that's what's happening. And we don't have to deal with it. Or you is, while I shout orders into this microphone. Haben wir die Mission nicht schon mal? Ist das jetzt nicht die, die am Flughafen, wo wir schon mal befreit gehen? Ja, ja, ne? Ja, warte kurz, bleib kurz, bleib mal bitte kurz stehen, dann steige ich bei dir hinten ein. Dann kannst du mich nämlich... Ja, ja. Aber dann kannst du mich an den Transporter dran fahren, dann mache ich die Haftbomben dran. Und der Kuruma steht ein bisschen dann zum Schutz davor. Halt, stopp, 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 du kannst direkt reinfahren. Ja? Ja. Okay. Oh, ja. Offener als offen geht ja nicht. Bleib mal stehen, stopp, stopp. So, jetzt fahr mich bitte dran. Oh, du lass dir ruhig Zeit. Okay, fahr ein Stück weg bitte. Fahrt dran, fahrt dran! Ja! Steig ein, Junge. Die Mission haben wir mal ohne Kuchen mal gemacht, ne? Mhm. Tell the lanky motherfucker he fucked up. Big time. Tell Lamar, I'm gonna bounce a low rider on his thick head. Tell Lamar, the next low rider he gonna see, gonna have a trunk lined with trash bags waiting for him. Tell Lamar, I'm gonna kill his ass. I'm gonna chrome his ass. I'm ja, sag's ihm doch selber. Ja, eben auch das Thema hatten wir schon mal. I'm gonna take him down the boulevard. Oh, das klingt interessant. In all seriousness, Lamar's lucky he's on that headset. Cause if it was him, man, I'd beat him good. If Lamar think I'm angry, just wait till he talk to Vernon. First Vernon lost his rides, then he lost his mind. I didn't know you could get that angry without having a brain angry. Don't trip! I didn't know you could get that angry without having a brain aneurysm. He mad like insane. He flipped, and he gonna stay flipped until LD does something incredible. That dude better be apologetic as fuck. Lamar Davis, wish I never saw that motherfucker. When you fools is your only hope, you know your life is fucked.
erzähl was, unterhalt Geralt ein bisschen. Aber er regt sich ja so furchtbar auf. Ich bin froh, dass er gerade ruhig ist. Wobei, es war eigentlich auch ganz interessant, was er Lamar alles so antun will. Ja, dachte ich auch gerade dran. Also ich würde wirklich gern sehen, wie er ihm eine Hydraulik in den Hintern einbaut und mit ihm dann über den Boulevard fährt. Möchtest du nicht sehen? Doch, eigentlich schon. Okay. Er macht ja dann aus Lamar quasi einen Lowrider. Hoppelt der dann auch so? Bestimmt. Ach, Mist. Aus der Bahn! Mein Gott, meine Nachbarn trampeln hier wieder rum wie. An alle schöne, gut kleine Kinder und hast du nicht gesehen. Man muss doch als Eltern auch mal ein klein bisschen. Also, man kann nicht immer alle schmieren, das sind kleine Kinder. So klein sind die auch nicht mehr. Soll ich mal fahren? Ja, du machst es auch nicht. Also, ich werde das schon schaffen. Dann fahr doch mal weiter. Weiter. Du bist jetzt. Wir sind jetzt einfach nur im Kreis gefahren. Ja, ist auch nicht schlimm. Wir hängen sie ja dadurch auch gleich ab. Wir müssen das Video ja auch ein bisschen verlängern, siehst du? You might have got me out, but you got me in there too. I'll see you fools later. Was? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Kommt da noch was? Ja, wo ich später an? Kommt da noch was? Das werden wir dann sehen. Ja, das hätten wir schon mal. Das bringt 15.000. Das andere brachte... Naja, egal. Ja, steht irgendwie auch in keinem Verhältnis, aber... Nee. Ja. Das ist halt Rockstar-Logik. Obwohl, gut, natürlich musst du jetzt auch dazu bedenken, dass es natürlich nicht unbedingt vorgesehen ist, dass du so eine Mission mit dem Kuruma machst. Und du kannst dich erinnern, als wir das ohne Kuruma gemacht haben, hat die das schon verdammt in sich. Ja, aber wenn sie es nicht hätten wollen, dass man die Möglichkeit dazu hat, dann hätten sie das abgestellt. Es gibt durchaus Missionen und die heißt, wo du einen Kuruma gar nicht holen kannst. Ja, haben wir festgestellt. Weißt du noch in der einen, in welcher Mission war denn das? In diesen Spezialfahrzeugsdinger-Mission, wo es echt geheißen hat, hier, wenn du mit dem Kuruma, dann kommt es, er lief eine Zeit runter und sagte, hier, der Kuruma hat hier nichts zu suchen, sozusagen. Ja. Weißt du, wo wir statt diesem LKW das nehmen wollten, schlauerweise, und dann haben wir gemerkt, genau. War nichts. Man könnte ja, wenn man wollte. So, dann gehen wir mal hier in Richtung Auto langsam. Gucken, ob Lamar nochmal anruft. Also Geld einzahlen können wir auch. Willst du sonst nicht mal einmal eben schnell gucken? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das Video geht erst 10 Minuten. Deine Spezialmission für dieses Aqua-Fahrzeug? Ja, können wir machen.
Weil wir haben ja diese Spezialfahrzeuge. Da habe ich dann noch... Wir hatten noch gar keine Spezialmission von meinen da auch noch nicht gezeigt, ne? Nein, wir haben die erste nur mal ausprobiert. Genau, also die können wir dann irgendwann nochmal durchgehen. Und dann machen wir doch mal deine mit dem Aquafahrzeug. Das war doch dieses Kisten zerstören, glaube ich, ne? Genau. Können wir das doch nochmal machen. Hoch, ich habe ein Arbeitsangebot. Wie ist denn die Bezahlung? Schlecht. Gehaltsbonus 0%, Mitarbeiter 0, Yacht, ja, Bürohäuser, ja, Lagerhäuser 2. Okay, Großkapitalist. Ja, irgendwo muss ich es halt sparen, also habe ich es an die Löhne gespart. Das ist sehr schlau, das werde ich mir notieren. So, wo starte ich denn jetzt die Missionen? Ach, hier. VIP-Aufträge. Amphibischer Angriff. Zerstöre mit dem Technical Aqua alle gegnerischen Vorratskisten. Dann machen wir das doch mal. Starten. Wir brauchen ein Auto. Ja, hier drüben steht eins. Ach, das steht ja hier um die Ecke. Okay, nee, das ist wahrscheinlich zu hochtrabt. Ja. Du weißt gar nicht, was ich wollte. Du wolltest da hochfahren. Nein. So. Wäre doof. Ja, vor allem, wenn wir dann rückwärts runtergefallen wären. Ja, so eine wahnwitzige Idee würde ich schon nie kommen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Du springst ja auch nicht auf fahrende Züge auf. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Nur so. Weil du sagst, wahnwitzige Idee. Ja, also wirklich mal. So, da steht das gute Stück. Das ist ein Spezialfahrzeug, was ich nur gekauft habe. Ich hatte zwei andere bisher. Wir holen uns jetzt nach und nach die Spezialfahrzeuge und gehen dann natürlich auch die Missionen durch. Dong, ab ist der Balkon. Dong. Festhalten? Ja, natürlich. Hilft dem Technical Aqua zum Sonora Way zu gelangen. Oh, Verzeihung. Der ist mir ins Auto gelaufen. So ein Penner. Hab ich aber auch genau gesehen, werde ich vor Gericht genauso bezeugen. Die Straßenlaterne ist mir ins Auto gelaufen. Mein Gott, was sind das ja wieder für... Ja. Unbedeutender kleiner Parkrempler. Das Auto ist mir ins Auto gefahren. Das, ja. Völlig logisch. Jetzt machen Sie doch mal Platz. Wir sind ja auf einer wichtigen VIP-Mission. Dauer. Was heißt du? Ach, nichts. Nichts passiert. Der Dame geht's gut. Auf was zielst du da eigentlich immer? Auf nix. Bist du jetzt auf den Vogel geschossen? Ja, ungefähr. Hallo? Ja, das geschieht Ding. Völlig recht. Da? Sowas kommt von sowas.
Manchmal hätte ich echt nicht übel Bock, mit dir mit so einer Karre mal durch die Stadt zu fahren. Und dann? Ja. Noch Fragen? Aha. Tod und Zerstörung. Nein, ich bin nicht irgendwie Amok gefährdet. Keine Angst, ihr braucht jetzt noch nicht im Geheimdienst oder wie auch immer Bescheid zu sagen. Ich habe das im Griff. Echt? Das ist bewundernswert. Ich finde das immer wunderbar. Ich meine, ich spiele ja auch unheimlich viel Landwirtschaftssimulator. Ich hatte noch nicht das Bedürfnis, loszurennen, einen Bauern aus seinem Trecker zu ziehen und für ihn den Acker zu pflügen. Ja, also insofern werde ich bestimmt auch nicht, wenn ich hier sowas spiele oder wenn ich mal irgendwo auf jemanden schieße, habe ich auch nicht das Bedürfnis oder die Gefahr, das Bedürfnis manchmal ja. Weg da! Aber nicht die Gefahr, irgendwo in die Stadt zu gehen und da, ne? Also wer braucht keine Angst zu haben. Wieso, wer hat denn Angst? Na, ich sag ja nur oder so nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, hier, oh, das Amok gefährdet. Meinst du jetzt von wegen Ballerspiele machen aggressiv? Ja, so. Und die Erde ist eine Scheibe. Genau. Und die Haut ist kein Organ. Das ist ja auch richtig. Im Wald. Da war ein Baum. Ja. Wieso ist denn jetzt der Punkt einfach auf einmal weg? Ich sehe den noch. Jetzt links rein, geradeaus. Ja, Punkt schon, aber die Linie ist nieder, wenn du im Gelände bist. Die war vorher auf der Straße schon weg. Wasser! Vorsicht! Wasser! Wasser! Was denn? Ui! Ui, ja. So, dann wollen wir mal. Was sind das eigentlich für Dinge da auf dem Wasser? Sind das Minen? Nein, sind keine Minen, oder? Nee. Du hast es jetzt nicht probiert. Ich traue denen ja alles zu. Nein, natürlich habe ich das nicht probiert. Bei unserem Glück fliegen wir in die Luft. Eben. Oder würdest du von meinem Anwalt hören? Was? Ja, ja. Also lesen. Grußgesänge und so. Welche sind denn da näher? Ah, links, dann machen wir erst direkt links. Ja, ja, ja. In der Bucht von Shangri-La. Ach, du hast ja Far Cry nicht gespielt. Ich weiß ja gar nicht, Shangri-La. Nein, sag mir nicht. Können wir auch mal irgendwie machen. Kann man nämlich auch für Multiplayer spielen. Far Cry 4. Würde dir, glaube ich, auch gefallen, Far Cry 4. Kommt immer ein bisschen tief, das Fahrzeug. Ich sitze hier bis zu Reh oder bis über die Knie eigentlich im Wasser. Okay. Alles gut da hinten? Natürlich. Ui. Eine Seefahrt ist voll lustig, eine Seefahrt ist echt toll. Oder so. Irgendwie so. Na, geht doch.
Wir sollten schnellstmöglich aussteigen jetzt. Ja. Was passiert eigentlich, wenn man drin bleibt? Aha, der verbrennt. Das tut mir jetzt aber leid. Hui! Das passiert, wenn du drin bleibst. Ja. Da schwebt eine Kiste. Was? Ich muss aus der Stadt verschwinden, bitte was? Was? Lamar sagt, ich soll verschwinden. Okay, ich habe keine. Mal gucken, wie viel die dann ist. Vielleicht ist sie auch wieder für zwei. Gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ja, können wir ja mal gucken dann. Bei mir nicht. Schade. Doch. Nee. Zum Glück hast du nicht drunter gestanden. Moment. Was? Du musst aus der Stadt verschwinden. Ja. Okay. Was? Leute, die mich umbringen wollen? Bring deine Leute mit. Er hat gesagt, es ist nicht so, dass die Leute dich umbringen wollen, sondern du sollst Leute umbringen. Gut, das würde ich aber sagen, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ja. Bis hierhin erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.